wenn er breit Jetzt. ist. Erstmal Köpfchen bauen. Das ist schon längst gemacht. Boah, was rauchst du überhaupt? Ah, nee, kannst du gleich das sagen. Wie heißt du? Geheimnis. Geheimnis. Servusen. Jetzt muss ich mir noch den Chat aufmachen. Ja, stimmt. Chat wäre nicht verkehrt. Man vergisst das ja. Ach, falscher Link. Hey, man hört jetzt alles dreimal. Soll ich einen Sound wegmachen? Ja, wer hat hier auf Boxen, Leute? Ich denke Benny noch wahrscheinlich. Benny! Hey, man hört jetzt alles dreimal. Ja, ja, das ist eine Katastrophe. Das artet aus. Einmal mit Profis. Katastrophe, ehrlich. Katastrophe. Grüße aus dem hohen Norden. Andreas, was geht, Moin? Hallo, Minister. Mittelfranken. Kommst du aus Mittelfranken? Kommst du her, Chris? Ja, ich komme aus dem geilsten Bundesland, was offiziell nicht gibt. Ne? NRW. Also. NRW gibt es ja, oder? Kommst du aus Bielefeld? Bielefeld ist eine unbekannte Stadt. Die existiert, glaube ich, auf keiner Karte. Ja, drum, du wohnst in dem Bundesland, das nicht existiert. Ich kenne kein Bundesland, das nicht existiert. Ich kenne nur Bielefeld, weil es nicht so gibt. Franken ist das Bundesland. Warum finden manche hier grün im Chat? Boah, du warst lange nicht mehr am Start, ne? Nee. Das ist so Dingsbums. Leute, die bei Benny Mitglieder sind, so, du kannst so 5 Euro zahlen, weißt du? Und dann verkürzt du den damit. Und die haben das gemacht. Boah, Alter, ich kann das nicht hören, ey. Benny, mute dich! Benny, Alter! Woher wolltest du wissen, dass es bei uns ist? Ja, 100 pro! Weil die Rückkopplung vor euch kommt. Benny, mute dich! Benny, Alter! Welcher Doppel hat jetzt der Beste? Boah, einfacher ist gut, Alter. Aber Arabesco ist auch gut, ja? Arabesco ist auch gut, kann ich sagen. Wer hat denn am Bahnsteig das Mikro geklaut? Klingt ja grausam. Ich will auch 5 Euro von den Zuschauern für meine nicht existierenden Videos. Ihr klingt dezent blechend. Ja. Ja. Boah, hört auf, ey, was ist das? Was haltet ihr von Somo Black? Welcher ist der Beste? Ich habe Somo Black noch nicht geraucht. Doch. Nee, Black? Hä? Ja, es gibt Somo Strong und Somo Black. Ah, nee, Strong habe ich nicht geraucht. Ah, Black habe ich nicht geraucht. Man braucht das nicht, Dunkelbrot. Es ist aber zu empfehlen. Schmeckt einfach geiler. Bist du trotzdem einmal die Pfeife durch, ist der Geschmack raus. Bruder, putzt du jeden Tag deine Pfeife? Ja. Ja, okay. Nein. Eigentlich nicht. Also ich habe jetzt am Sonntag geputzt und dann immer eine Woche oder alle 2 Wochen. Grüße gehen raus an die Zuschauer. Grüße gehen raus. Erfahrung mit Matt Maus Tabak. Finde ich sehr gut. Also, sehr gut. Also, liebe Zuschauer, falls ihr euch fragt, wo denn der liebe Benny und der liebe Olli zurzeit sind, die haben erst kurz bevor der Stream online gegangen ist, die Kohle aufgelegt und bauen jetzt nun einen Kopf. Zusammen. Wahrscheinlich zusammen. Weil eine Person keinen Kopf bauen kann. Wahrscheinlich sind sie noch in einer hitzigen Diskussion, welchen Tabak sie benutzen werden. Der eine möchte dies, der andere möchte das. Da freut sich der Dritte und es wird gar nicht geraucht. Sollten Sie die Brechtüten suchen, die sind unterm Sitz. Die Notausgänge sind da und da. Der Rest kommt zu mir. Was? Mettwurst? Ja, Mettwurst. Mit Zwiebeln und Maggi. Machen einen Quickie in der Küche, kann auch sein. Eins gegen eins. Was ist, wurde vielleicht ein YouTuber beklaut?
Smoke was das. Ja? Echt? Ach ja, stimmt. Was war denn? Ich roll's jetzt nicht nochmal auf. Wir haben so Hausparty gemacht mit so Viewern und dann hat irgendwelche Leute haben so Tabak und so einen Scheiß geklaut. Und Kohlezangen, glaube ich. Und so. Alter, was Assis! Ohne Scheiß, was sind Assis, wo das gemacht haben? Ja. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja, weiß ich. Thema ist durch. Ja, ich hab's halt jetzt erst mitgekriegt. Aber Junge, Alter, du bist ja auch 20 Monate im Tiefschlaf, Alter. Ich hab ein Leben. Das ist locker schon 10 Streams her. Keine Zeit, vor 4 Streams war ich da. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. So, Kinder, jetzt bin ich endlich da für euch. Wir haben leider noch einen kleinen Zwischenfall gehabt, deswegen hat das hier ein bisschen länger gedauert. Aber... Ist der Kopf runtergefallen? Nee. Nichts mit Shisha. Nee, Benni hat ein bisschen aggro agiert in einer Wohnung und das war alles schon. Und kurz die Tür eingeschlagen. So, warte mal schnell. Die Dampflok hatte eine Panne. Shisha, jetzt ist Shisha, glaub ich, gerade, oder? Ja, so kann man es aussehen. Mein Lisa, Alter, dich habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, so können wir es lassen. Gut, haben wir dann alles. Mein Wasserkocher noch, dann haben wir alles, ja. Achso, ja, der Shisha. Ganz schnell mal. Shisha war ein Tee. Ja, der schaut ihn aus. Nee, doch nicht. Olli, was geht? Hey, salve. Hast dich rasiert, Alter? Nö. Safe Call. No Shave 2019. Echt? Echt jetzt? Mal abwarten, mal gucken, wie es wird. Oh, das wird krank, wird das. Nö, ich bin jetzt die letzten 2-3 Wochen schon zu faul gewesen, aber ich dachte, guck mal halt mal. Da gibt es einen gescheiten Holzfäller. Wenn du einen guten Bartwuchs hast, dann sieht das ja auch gut aus. Sieht man doch, füllig ist er. Ja, eben. Irgendwann sieht er aus wie... Scheiße, ja, ich auch am Sack? Sack habe ich noch nie rasiert. Oh, jetzt bitte, hallo, wir sind hier im Livestream. Wir reden ja nicht davon. Wenn du den Sack rasierst, dann merkst du es spätestens 2-3 Tage später, Alter. Hallo, wir rauchen Shisha. Bei Olli schaut es gerade so aus, als wenn er in die Bowl heißes Wasser kippen wird. Ja. Und ja, klar, immer heiß rauchen. Ja, Tatsache, aber voll, ey. Oh, qualmt schon. Shisha Dampf. Sehr gut. Dampflok ist an. Dampflok ist an. Fehlt noch was? Haben wir jetzt alles? Der Deckel fehlt noch, Benni. So. Mein Gott, ey. Kann ich jetzt auch endlich mal in Ruhe den Shisha rauchen? Ich habe heute noch keinen Kopf geraucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, stell dir vor, das ist auch mein erster Kopf heute und ich lebe noch. Chris, wie viele Köpfe hast du hinter dir? Keinen. Und du, Basti? Wahrscheinlich, der tanzt wieder aus der Reihe. Nee. Nein, das ist jetzt mein vierter, den ich gerade drauf mache. Du warst nicht. Das heißt, du hast uns alle mitgeraucht. Ja. Urlaub oder Harzer? Nee, wie? Gar nichts von meinen. Jetzt wissen wir ja, wo unsere zweite Köpfe abblieben sind. Ohne Witz. Aber erste gute Zeit. Erster Kopf schmeckt da immer am besten. Schön nach dem Essen, ey. So, jetzt komme ich noch in den Chat rein, Freunde. Und dann. Also, wenn ich Urlaub habe, ne? Geht's aufwärts. Dann läuft spätestens um 10:30, wenn Moin Moin läuft, die erste Pfeife. Ja. Oh, wenn ihr Urlaub habt, dann kommt erst irgendwann nach dem Mittagessen mal irgendwann der erste Kopf. Ist Langschläfer? Nö, ich stehe auch. Also spätestens eigentlich um 9, wenn ich ausschlafe, heißt 9 spätestens. Aber ich brauche erstmal mein Frühstück, dann brauche ich mein Mittag und dann mal irgendwann, wenn das Mittagessen so viertel verdaut ist, dann gibt es eine Pfeife. Hui. Mit Metwurst im Kopf kannst du es vereinen. Ah! Da ist der Zug. Wir haben kein Weihnachten. Kein Weihnachten.
Okay, ja, ich muss ein bisschen langsamer ziehen, weil ich bin es ja gewohnt, so richtig beim ersten Zug schon Gas zu geben, aber da wir heute mal wieder was ausgepackt haben, ein Brettchen ausgepackt haben, ja, muss man das Ganze so mit Behut und so anfassen. Muss es immer ein Betzigang sein, der erste Zug. Ja, genau, der erste Zug, richtig. Ja, was wird geraucht, Freunde? Bei uns gibt es jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder, ich weiß gar nicht, warum. Stimmt, ich hab den vorgetragen. Bei mir. Somo Strong Passion, Freunde. In der Chapona Hookah Mummy Bowl. Übervoll gemacht, also mit Noppenkontakt und Lotus drauf, beziehungsweise Smokebox. Zwei Cocoperation Kohlen sind drin und Deckel ist momentan weg, weil die Hitze sonst zu stark ist. Und was soll Strong Passion sein? Das ist Passionsfrucht mit Minze natürlich, logisch. Eher Menthol, ja, stimmt. Ja, und geraucht wird übrigens in der Hookah. Moment, die ist gerade voll gekleistert mit Tee und Zeug. Moment. Machen wir hier ein bisschen Platz. Ich habe noch nicht einmal den Tisch aufräumen können, so stressig, wie ich es heute hatte. Ja. Oh. Ja, richtig brutal genital. Besser hätte der Kampf, wenn du mir schon vor 2 Stunden geschrieben hast. Ich wusste ja, ich dachte, du hast bis 8 heute. Nein, habe ich das nicht zerkannt. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Sexmaschinen, die Hookah Sexmaschinen haben wir ja erst vorgestellt, Freunde. Die haben wir noch am Start, genau. Und ja, was gibt's bei den anderen, Freunde? Haut's mal raus, auch an die Zuschauer und an die Streamer gerade. Setup und Shisha, bitte. Da ihr alles so fleißig schon am Reden seid, fang ich einfach mal an. Bei mir gibt es in der VUCA, in der Marvin's Bowl Funnel, 2 Bomben. Und zwar Anis Bombe und Berry Bomb von X-Racher, Lotus, Vollkontakt, 2 Black Kokos. Ach stimmt, der Wuff ist ja auch noch so ein Anis-Raucher. Pfui Teufel für solche Leute. Ja, dann mach ich gleich weiter. Ich habe heute die WD-Huka am Start mal wieder. KS. Welche Mini. Hast du da, Chris? Dieselbe, was du vorgestellt hast. Die 3er oder die 4er? 4er, 4.0. Also mit 18,8er Schliff. Genau, mit 18,8er Schliff. Ne? Okay. Kononial Aufsatz, KS Abo, 3 Kokosolkohlen heute mal und geraucht wird der Abo Crepe, nein, der Infinity Crepe, Entschuldigung, heute mal. Ja, und ich glaube, beim Basti brauchen wir nicht viel sagen, Doppelapfel, nee, oder? Nee. Hatte ich eben drin. Aber ich rauche jetzt Strawberry Freezy von Alvazir. Das heißt, was ist da drinnen? Erdbeere mit Minze oder sowas. Sehr gut. Mischung, aber ist lecker. Ehrlich, kann man gut rauchen. Na, ist recht. Sida Aslan, Grüße gehen raus, Servus. Und ja, ein paar SWT-Mitglieder sind auch am Start. Ich sehe es schon die ganze Zeit, weil die Dampflok an ist und sonstige Emojis gepostet werden. Sehr, sehr schön. Die Stammzuschauer sind wieder am Stissel. Und ich sehe auch bei euch Zuschauern gibt es auch wieder ja interessante Sachen zu rauchen. Definitiv. Auch viel Somo vertreten. Aquamenta ist auch gut am Start. Ja, auch hier wieder Somo. Al-Kashmir. Natürlich, es war ja klar, Melissa haut sich natürlich wieder die ganz besonderen Noten rein. Ne? Melissa, Alice von Madness wollte ich sagen, haut sich natürlich wieder die ganze Gartenmischung rein. Ja? Und der Chiemseher ist auch am Start. Andreas, ach, servus. Der Chiemseher, der mir die schöne Audi-Tasse gesponsert hat. Die habe ich jetzt leider gerade nicht, weil die ist gerade im Spülvorgang quasi. Und deswegen gibt es gerade die XXL-Tasse. Aber ich brauche noch ein bisschen, der Tee muss noch ziehen. Melissa weiß halt, was gut ist. Ja, wenn man es mag, ne? Nessie, ja, ist Heckler und Koch. Beste. Mad Mouse geht auf jeden Fall klar, Tobias. Ich habe jetzt noch nicht so viel geraucht, aber was ich probiert habe von Mad Mouse war sehr gut. Alpine Rush auf eure Empfehlung. Alter, ich habe nichts mehr. Ich muss mir jetzt wieder ein Kilo bestellen, ohne Schmarrn. Ich habe mit dem Dönitz schon geschrieben, wir teilen uns das Kilo, weil ein Kilo komplett ist mir dann doch zu viel. Weil, ja. Irgendwann hängt sie mir sonst auch zum Hals raus. Genau. Von was Kilo? Vom Alpine Rush. Ach so. Ja. Ist einfach der geilste Tabak, ohne Scheiß. Ich feiere den so dermaßen. Benny behält das halbe Kilo Gurke und Dule kriegt dann die Honigmelone, halbes Kilo. Ja, genau. So, wenn ich Gurke rauchen will, rauche ich Rocksteady von Freestyle. Ja, aber ich finde die Mischung einfach perfekt. Deswegen. Pure Gurke mag ich jetzt auch nicht, weißt du? Ja gut, ist ja dann noch, da ist ja noch Traube Münze mit dabei, aber ich schraube generell mit Absicht den Alpine Rush nicht, weil Melone drin ist. Ja, ich bin auch kein Melonen-Fan, aber die Mischung ist einfach geil. Das stimmt, okay. Vor allem im Sommer.
Mega, wirklich. Ich hätte nie geraucht, wenn ich nicht einfach zum Spaß mal die neuen Maledan-Sorten gekauft hätte zum Ausprobieren. Und ja, jetzt ist er mein Lieblingstabak, weil ich bin absolut kein Melonen-Fan. Ich auch, aber die Mischung ist einfach geil. Abgeraucht. Ja, gut, das sag ich nur. Ja, richtig. So ist es bei uns mit Blaubeere damals gewesen. Was ist Alpine Rush? Gurke, also Salatgurke, doch, Salatgurke, Honigmelone, Minze. Richtig. Irgendwie schmecke ich keine Gurke raus. Ja, die ist auch wirklich nicht stark. Aber man merkt auf jeden Fall, dass das Gurkenaroma mit drin ist, wenn man das kennt. Shisha gekauft, Boll mit Kratzer und Macke angekommen. Ah, André, das ist natürlich bitter, würde ich zurückgeben. Hast ja 2 Wochen im Internet Rückgaberecht. Wenn sie noch nicht geraucht hast. Ah, ist trotzdem immer scheiße, man freut sich voll drauf. Ja. Wenn ihr mal nur dieses Gurkenaroma probieren wollt, ohne jetzt Tabak zu kaufen zum Rauchen, es gibt auch einen Sirup, ich weiß nicht die Marke, die haben auch Gurkensirup. Und dann in die Bowl rein, oder? Nee, einfach mal so ein bisschen mit Wasser mischen und trinken. Ach so, meinst du? Jetzt ja. Zum Trinken. Hey, einfach Gurke essen. Beste. Ja, oder gar nicht Gurke essen, richtig. Es schmeckt halt wieder ein bisschen anders, wie wenn du in eine Gurke reinbeißt. Und da vielleicht noch so ein bisschen Limettensaft rein. Wasser, perfekte Durstlöcher im Sommer. Genau, ja. Honiggurke, die Melissa hat es geschrieben. Und ich muss sagen, ich merke sogar ein bisschen den Somo gerade bei mir, weil ich habe noch nicht viel gegessen heute. Das Abendessen gibt es erst nach dem Stream bei mir. Und ich merke es gerade richtig. Leichten Nikotinflash habe ich gerade. Das liegt aber wirklich daran, weil ich noch nicht wirklich was gegessen habe heute. Wenn ich glaube, übersteuerst ein bisschen mit dem Mikrofon. Oder okay. Nur bei mir so. Hat jemand anderes das noch gemerkt? Nee, ist recht laut. Okay. Ich kann schon leiser machen, warte. Ja, ich habe kein Problem. Ich mache mich leiser. Einfacher, ja, kannst du kaufen. Ist gut, ja. Ja. Hashtag 25. So. Hashtag 25, beste. Hashtag 25, genau. Lohnt sich die Shisha, die du als letztes bei YouTube markiert hast mit den 4 Schläuchen? Das ist genau die ich gerade rauche wahrscheinlich. Das Sex Machine von The Hookah. Also die echte auf jeden Fall klar. Ist eine richtig, richtig schöne Shisha. Außer Gameplayer, du meinst die Pfeife, die ich als Beitrag gepostet habe, die Alu-Pfeife für 99,99. Die geht auf jeden Fall auch klar. Definitiv. Haben sich auch ein paar bestellt und kam das jetzt nur Positives zurück. Ich muss sagen, die Tapete und das Bild im Hintergrund sorgen für ein entspanntes Raumambiente. Für wen gilt das? Für Wolf. Für den Wuff? Wuff, nicht Wolf. Sorry, Alter. Wir kommen schon auf Wolf, ey. Hä? Was? Ja, ach, definitiv. So. Ja, danke. Ja. Schön, ja. Nur das Bild ist schief. Nee, ja, ich glaube, die Kamera ist schief. Das ist die Kamera. Okay. Kennst du Loriot, das Bild hängt schief? Ja. Ja, genau so. Das Bild kann nicht schief hängen, weil es sind 2 Nägel drin und es wurde mit einer Wasserwaage aufgelotet. Das würde ich jetzt auch sagen. Das hat mein Opa gemacht. Ja, dann kann es nur gut sein. Servus Extremkoch, servus, Grüße gehen raus. Ach ja, übrigens, Freunde, ganz vergessen an alle Zuschauer da draußen, ich habe ja schon seit mehreren Wochen, fast Monaten, schon mal angekündigt, dass ich vorhabe, einen 24-Stunden-Livestream zu machen. Und ich habe jetzt tatsächlich endlich einen Tag gefunden, wo ich es machen kann. Und es ist schon diese Woche, Freunde. Und zwar von Samstag auf Sonntag werde ich einen 24-Stunden-Livestream machen. Ich kann leider kein Hangout machen, sonst hätte ich noch jemanden dazugeholt zum Beispiel. Weil Hangout kann ich nur maximal 8 Stunden streamen. Und deswegen muss ich es über den ganz normalen Livestream machen, wie sonst auch, wenn ich alleine streame. Und dann gibt es tatsächlich den 24-Stunden-Livestream. Das heißt, ich werde 24 Stunden am Stück für euch live sein. Und ich versuche es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Weil das letzte Mal, wo ich 24 Stunden wach war, war mit dir damals da live. Sonst war ich keine 24 Stunden mehr wach. Von daher, ich weiß nicht, ob ich es aushalte. Ich versuche es auf jeden Fall. Und am Samstag ab 12, 13 Uhr circa werde ich aufstehen, direkt den Rechner anmachen, losstreamen. Und dann bis Sonntag 12, 13 Uhr natürlich durchstreamen und ich hoffe, dass es funktioniert, ja, also, könnt ihr euch
drauf freuen. Ich hoffe, ein paar Zuschauer werden sich den Stream gönnen und immer wieder mal einschalten. Ne? Und die ganz harten machen 24 Stunden mit mir durch, aber ich glaube, das schafft keiner. Mach doch hier Text-to-Speak-Notifications an, wenn einer Geld spendet. Dann kommt eine Notification, die lässt dir das dann vor und dann kannst du auch schlafen. Ach so, meinst du? Ja, genau. es läuft dann auch 24 Stunden eine Pfeife, klar. Also sobald der Kopf durch ist, werde ich mir so langsam aber sicher dann den nächsten Kopf anmachen. Ja, also klar, natürlich nicht Stunde für Stunde, sonst hätte ich ja wahrscheinlich 23 Köpfe durch oder so. Das natürlich nicht, aber ich werde definitiv einige Köpfe rauchen an dem Tag, klar. Ich muss mich ja irgendwie beschäftigen mit euch. Köpfe vor. Mein Mikro mal ein bisschen lauter. Du kannst ja dann auch mit den Zuschauern Mario Kart spielen. Zum Beispiel, ja. Da lässt sich auf jeden Fall viel machen. Da müssen wir mal gucken, wie ich das Ganze dann ja, gestalten werde. Aber wie gesagt, wer Lust hat, diese Woche vom 2. März, vom 1. Nee, doch, vom 2. März bis zum 3. März wird durchgestreamt, Freunde. Also ich wollte schon jetzt nicht packen. Das letzte Mal, wo ich die 24 Stunden auf war, da waren es, glaube ich, knappe 30. Das war da, wo ich nach Sri Lanka geflogen bin. Das ist schon hart, gell? Verdammt. Ja. Also, wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr so lange wach, von daher weiß ich auch nicht, ob ich es schaffe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und wer mich unterhalten möchte, ohne dass ich einschlafe, der ist natürlich gerne gesehen an dem Stream. Als Zuschauer, als Chatter quasi in der Chatbox, die wird durchgehend an sein für euch. Und ich versuche auch so gut wie immer vor der Kamera zu sein. Letzten Freitag hast du gegen 3 ins Bett gehen, gescheit schlafen bis zum Start. Ja. Ich penne durch bis 12 oder 1, je nachdem, wann ich aufmache, und dann gehe ich sofort an den PC, machen an und dann geht's los. Aber dann musst du auch einen Stream mitnehmen, wenn du aufs Klo gehst. Nein. Und schläfst du doch heimlich. Ja, genau, für 5 Minuten. Ja, ich muss eine Stunde scheißen gehen. Ne? Ja, genau. Genau. Hat was länger gedauert, tut mir leid, Männer. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mein Headset mitnehmen, dass er mich noch hört. Das kann ich machen. Agi, hi, servus. Schön, dass du es heute einrichten konntest. SWT, grüßt mir mal den Erik. Servus, Erik vom Karl Noack. Also, ich habe es dem Benni schon gesagt, Samstag werde ich auf jeden Fall mal noch vorbeigucken. Genau, also ich bekomme schon ein bisschen Unterstützung. Also, der Olli kommt auf jeden Fall vorbei. Genau, spielt Bayern vielleicht sogar am Samstag. Haben die ein Bundesligaspiel? Wenn ja, kann ich das im Hintergrund ja auch laufen lassen. Ohne dass ihr es natürlich seht, weil das darf ich ja nicht. Aber dann habe ich da auch schon wieder ein bisschen Unterhaltung und. Seit Sonntag, je nachdem, da werde ich auf jeden Fall vielleicht auch und, noch vormittags oder so mal kommen. Und der Chris wird vielleicht auch am Samstag dann noch vorbeischauen. Also mein Kumpel Chris, nicht der Shisha-Chris, sondern mein Kumpel Chris. Genau, also ein bisschen Unterhaltung habe ich auf jeden Fall, aber über die Nacht wird es wahrscheinlich kritisch, weil ja, ab 2-3 Uhr nachts irgendwann geht es halt dann doch los mit der Müdigkeit, schätze ich mal. Und das muss ich halt überstehen, ja. Bayern spielt 18:30 auf Samstag. 18:30? Gegen unser Lieblingsgegner. Das wäre Gladbach. Mhm. Okay, also. Jo, wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich hoffe, ein paar Zuschauer habe ich am Start, dass sich das Ganze auch lohnt. Dunkelbrot, wir rauchen gerade Strong Passion von Somo in der Japona Hookah Mummy Bowl. Vollgemacht mit Lotus-Kontakt natürlich, Noppenkontakt und die Sache fetzt. Fragt dich noch einer, ob du ein Gewinnspiel machst in einem 24-Stunden-Livestream. Was, Gewinnspiel? Hm? Boah, gute Frage, Tristan. Müsste ich mal gucken, ob ich noch was auf die Schnelle organisieren kann. Dampfen bis zum Koma, ja genau. Ich glaube, ich bräuchte einen Kasten Energy, ey. Karl Noack, ich kann dir den Link nochmal schicken, ja. Also Alkohol werde ich auf jeden Fall nicht konsumieren, weil wenn ich besoffen bin, dann werde ich müde. Also das können wir vergessen. Also Alkohol wird es definitiv nicht geben. Ein paar Bierchen vielleicht, aber auch nicht mehr. Karl, ich habe den Link gerade reingeschickt. André, G, einfach mal nachfragen beim Shop. Ich kann es dir nicht sagen. Was mich auch interessieren würde, wer hätte denn Zeit, wer wäre denn dabei beim 24-Stunden-Livestream von den Zuschauern? Einfach mal Hashtag 24-Stunden-Stream reinschreiben.
dann weiß ich schon mal, wer von den Stammzuschauern so ab und zu mal reinschaut. Einfach mal rein. Kein Alkohol, aber ein paar Bierchen. Ja, wie gesagt, das kein harten Alkohol, sagen wir es mal so. Also nicht so, dass ich besoffen werde. Der Benny ist zwar ein Schwabe, wohnt aber in Bayern. Und in Bayern, ja, an der Grenze zu Baden-Württemberg. Hä? Genau. An der Grenze zu Baden-Württemberg, ja. Genau. Der Stream, der 24-Stunden-Stream ist diese Woche Samstag auf Sonntag, vom 2. mittags bis 3. mittags. Wenn ihr wollt, dass er Abendbrot Maltaschen macht, ne, dann müsst ihr Hashtag Maltaschen machen. Ja, genau. Also ich sehe auf jeden Fall, die Zuschauer sind am Start und die werden mit mir Maltaschen neu betonieren, ja. Und ich habe schon welche im Ding. Grundnahrungsmittel. Auf jeden Fall. Ja, sind genügend am Start. Ich sehe schon die Stammzuschauer auf jeden Fall. Gut. Schon überredet, Freunde. Livestream wird stattfinden. Schwarztee 20 Minuten ziehen lassen, der macht richtig munter. Ja, zur Not, ich habe noch genügend Energies da. Sollte funktionieren. Also auf jeden Fall schon mal vormerken, ich werde den Livestream-Counter auf jeden Fall schon mal online setzen später. Das kann ich ja schon mal machen, die Ankündigung. Dann habt ihr quasi, ja, wenn ihr YouTube öffnet und meinen Kanal anklickt, seht ihr dann, wann der Livestream dann ist. Und wie gesagt, zwischen 12 und 13 Uhr wird er dann beginnen am Samstag. Oder ihr macht die Erinnerung, also aktiviert die Erinnerung dann. Ja, genau. Ich mache auf Instagram auf jeden Fall auch so einen Countdown rein, wo man dann aktivieren kann. Von daher, apropos Instagram. Ja, nee, ist jetzt auch schon zu spät. Egal. Energies wirken bei mir nicht mehr. Ja, Black Panther hat eine gewisse Menge, denke ich mal schon. Kaffee. Kaffee ist immer gut. Weil ja, das Problem ist, oder kaltes Wasser. Ich bin kein Kaffeetrinker. Ich kann Kaffee nicht trinken. Ich finde das so ekelhaft. Manche sagen ja auch Tee hält wach, ne? Aber ich finde eher, der macht müde. Naja, beim Tee weiß ich nicht, aber von dem werde ich auf jeden Fall genügend konsumieren. Bei Tee kommt es drauf an, was für ein Tee. Bei frischem Tee nicht. Bei schwarzem Tee und grünem Tee auf jeden Fall, weil da ist auch Tein drin, beziehungsweise Koffein, die haben die gleiche Wirkung. Ah, okay. Darum sagt man mittlerweile auch beim Tee Koffein. Jetzt weiß ich, warum ich als Kind hyperaktiv war. André G, Protator Eagle kenne ich, geht auf jeden Fall klar, ist eine gute Pfeife. Octopus Nautilus Dennis, geht auf jeden Fall klar, ist eine schöne Pfeife, hat der Kumpel von mir, der Chris, auch zu Hause, verwendet sie schon seit einem knappen Jahr und ist sehr zufrieden damit. Olli, wie reinigst du deinen Silikonschlauch? Oh, selten. Und wenn, dann spüle ihn eigentlich nur mit Wasser aus. Richtig, wollte ich auch gerade sagen. Was man auch machen kann, ist Zahnpasta mit Wasser verflüssigen und das reingeben in den Schlauch, ein bisschen einwirken lassen und dann ordentlich wieder durchspülen. Was sagt ihr zu Armageddon? Armageddon geht auf jeden Fall auch klar, ist eine schöne Vierschlauch-Komplett-Pfeife, aber ohne Zubehör, mit Edelstahl. Ja, ist auch okay. Ist auch ein guter Film. Das stimmt. Ja, schön einen Rush vorbereiten. Schon recht, Karl. Und wenn ihr wirklich einen hohen Kick mit Kaffee wollt, macht euch einen Bulletproof Coffee. Dann nehmt ihr Kaffee und am besten Kokosfett, tut es alles in den Mixer und verrührt es gut mit dem Mixer. Und dann löst sich erst das Koffein im Magen auf und dann kriegt ihr so einen richtigen Kaffeekick. Ich sehe dich nicht mehr. Mich? Ja. Ja, ich sehe nur gerade nicht, man hört dich nur. Anja hat geschrieben, Silikonschlauchreinigung, Natron und Zitronensäure. Sekiri, servus, grüß dich. Ja, das Ding hat sich aufgehängt. Was ist überhaupt für ein freshes Bild? Kannst ja zur Not nochmal raus und nochmal rein. Das ist 13 Jahre altes Bild. Krass. Sig Lucy Cat Lux, ich muss mal schauen, wie ich es mache, weil die Spenden-Livestreams, die mache ich ja eigentlich nur an den speziellen Weihnachtstagen und so weiter. Von daher mal gucken. X-Racher Pommes geht auf jeden Fall klar, sind super, super Tabake von der Vandenberg Group, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Rauche ich sogar gerade. Anis Bomb und Berry Bomb. Ja, und jetzt haben wir auch die 100 Zuschauer erreicht. Vielen, vielen Dank für jeden, der gerade eingeschaltet hat.
erstmal einen geilen Früchtekompott gönnen. Maxi, da hast du auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Die gibt's bei mir übrigens auch gleich. Nur ist er noch ein bisschen zu heiß. Ach Gott. Welcher Somo-Tabak ist der beste? Strong Passion definitiv gehört zu den Favoriten. Dann das Strong Red. Was kann man nur empfehlen, Olli? Was sagst du gerne? Juicy Fruit. Oder wie hieß er? Juicy. Nee, Splash Joy. Splash Joy. Ja, richtig gut. Ja, Strong Orange. Natürlich ja ab und zu. Um mal keine Strong Note zu nennen. Ja, das Splash Joy. Splash Joy, genau. Dann der. Wild African oder sowas. Wie heißt der mit dem Dragon? Dragon Ball. Dragon Ball, genau. Ein bisschen Pfirsich mit drin. Benni, wegen dir haben wir uns jetzt 4 Sorten Gaiwan-Tee bestellt. Ja, Sabi, hoffentlich ist er schon da und du konntest es schon mal probieren. Also der ist wirklich richtig, richtig geil. Ich rauche den Strawberry Freezy von Al-Wazir. Oh, Benni, verdienst du eigentlich an den Livestreams ohne die Spenden so gut wie gar nichts. Also bei einem Livestream vielleicht 5 Euro. Ja, das war's aber dann auch. Mehr verdiene ich daran nicht. Eine Packung kippen. Ja, genau. Ja. Die, wo ich nicht konsumiere. Jetzt mal gucken, wegen dem Ei, was hier bei uns ist er nicht liefert. Ah, schade. Video über Oculum Orange. Ich bin nicht so der Orangen-Fan, von daher eher weniger. Also ich kenne 2 Leute, die haben den probiert, die fanden ihn nicht so gut. Okay, ja, dann lasse ich es auch sein, weil wie gesagt, Orange mag ich eh nicht. Ich bin auch kein Fan. Tee kommt leider erst morgen an. Ja gut, Sabi, aber dann kannst du es dir ab morgen richtig schmecken lassen. Und wenn du Zeit hast am Samstag, auf Sonntag, kannst du mir ja gerne sagen, wie du den Tee dann so findest. Ja, kein Doppelapfel. Man kann es kaum glauben, aber es gibt gerade beim Basti keinen Doppelapfel. Wahnsinn. Ja, eben. Da gibt es bei mir Doppelapfel. Ich dachte, bei dir gibt es Anis mit Berrybomb. Ja, Anis Bomb ist Doppelapfel. Okay. Somo Grape Mint ist gut, schreibt der Andreas noch. Ja, der ist nicht schlecht, aber es gibt bessere Grape Mint, meiner Meinung nach. Blub, blub, der Blubbermann ist auch am Start. Norbert, servus. Ja, Sekiri, da machst du nichts falsch, ja. Wie findet ihr den Somo Strong Orange? Hattet ihr den schon? Ja, Black Panther, den hatten wir schon, haben wir auch schon vorgestellt. Ist eine sehr, sehr gute Note für das, dass ich keine Orange mag. Mag ich den doch recht gut, aber ich kann ihn nicht oft rauchen. Das muss man ganz klar dazu sagen, weil die Orange schon sehr, sehr intensiv ist. Meiner Meinung nach war der beste Orangentabak, ich weiß jetzt nicht mehr die Marke, aber die Sorte hieß Show Orange. Okay, sagt mir jetzt gar nichts. Alternative zu Alvara Traube Minze würde ich auf jeden Fall den Black Nana probieren, oder wie hat er geheißen? Ich glaube, Black Nana war der Name. Der ist sehr, sehr lecker. Den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen von Nameless. Das ist der beste Traube Minze meiner Meinung nach aktuell. Und Maxi, okay. Nein, diesen Tee von Flying Uwe habe ich noch nicht probiert. Erik gönnt sich Prototype Sour App, der ist auch nicht schlecht, ja. Der Phil schreibt gerade, wuff, kann es sein, dass das der Zane war mit Z? Ja, genau. Danke, Phil. Somo hält bei mir 2 Stunden bei Kohle in der Mitte. Ja, Somo kann man schon lange rauchen. Gut, klar, der Olli raucht jetzt gerade mit, von daher, wenn man alleine rauchen würde, dann würde der Tabak schon länger halten bei uns, aber so jetzt zu zweit reicht ein bisschen mehr wie eine Stunde. Ich habe jetzt auch gerade eben erst den Deckel drauf gemacht, weil jetzt braucht man ein bisschen mehr Hitze. Vorhin ging es ohne Deckel wunderbar. Dunkelbrot hört sich sehr gut an, ja, gutes Setup auf jeden Fall. Tipsy Aqua de Luna wird auch empfohlen von Atompfeife. Aqua de Luna war, glaube ich, echt gut. Ja. Habe ich nicht probiert, aber hört sich auf jeden Fall gut an. Und Captain Summer gibt es von Famla. Was ist denn das für einer? Der sagt mir irgendwie was. Ist das Superhero oder was ist das? Dreaded Clan hat eine Frage.
heute muss ich mal, oder beziehungsweise schreibt was rein, heute muss ich mal auf die Pfeife neben dem Stream verzichten, stattdessen Inhaliergerät, die blöden Erkältungen. Ja, dann gute Besserung auf jeden Fall. Und Karl Noack, der ist für dich. Ja, lass ihn schmecken, ja. Wer Martin raucht auch Captain Summer? Jetzt bin ich aber gespannt, was das ist. Captain Summer, Superhero Smoke. Und was soll das sein? Vom Geschmack? Cavaliers Kakarot ist mega, das haben auch schon viele gesagt, ja. Kokos, der ist richtig gut. Wir haben den auf der LAN-Party geraucht, der war echt gut. Nach was schmeckt der? Ich weiß es nicht mehr, aber der hat mir so geil geschmeckt. Passionsfrucht oder so, oder Drachenfrucht. Ja, ich glaube, ja, Drachenfrucht war es, glaube ich. Ist absolut nichts für mich. 187 Black Jacket schreibt, ab wie vielen Jahren wir empfehlen, Shisha zu rauchen. Also am besten gar nicht erst anfangen, ganz klare Sache. Rauchen ist schädlich, egal ob Zigaretten, Shisha oder sonst irgendwas. Und unter 18 ist man natürlich noch in der Wachstumsphase und da sollte man dem Körper halt nicht unbedingt zusätzliche Schadstoffe zuführen. Klar, ich habe auch früher angefangen, aber habe da nur wirklich einmal in der Woche geraucht oder so. Von daher, ja, in Maßen und mit der Einverständniserklärung der Eltern eventuell, aber wie gesagt, meiner Meinung nach nicht. Was für Tabak empfiehlst du von Somo? Haben wir gerade vorhin schon gesagt, Sekiri, Strong Orange, Strong Red, Strong Passion, dann der Splash Joy. Splash Joy, genau, den habe ich noch vergessen. Dann der, das war noch gut, Dragon Ball. Den kann man auch empfehlen. Und der Secrets of, wie hat er geheißen, Babylon, glaube ich. Ja, genau, Babylon. By the Secrets of Babylon. Anus Manus schreibt, Sexmaschinen oder für das Geld lieber eine andere Pfeife? Also für das Geld ist die Pfeife auf jeden Fall gut. Kann man nichts sagen. Also ich habe sie, bis auf die Zange, die mitgeliefert worden ist, und der Molassefänger, war alles super. Gab es nichts einzuwenden. Gibt echt einen Tabak, der Dragon Ball heißt? Dragon Ball. Ah. Mit W, ja. Welche Tabaksorten gibt es, die Star Wars Blue Mist das Döschen reichen können? Also Blue Mist war damals schon ein Aushängeschild von Star Wars. Mittlerweile kann man Star Wars in Deutschland wirklich gar nicht mehr empfehlen. Ich hatte mal einen Blue Mist vom Domingo, der hat ihn sich gekauft und wir haben ihn auf der Messe dann probiert. Der hat wirklich richtig schlecht geschmeckt, also kein Vergleich mehr zu früher. Was ich auch noch einen geilen Blaubeer-Tabak fand, war der von Star Wars, von Social Smoke. Von Social Smoke, der Bayer Blue. War das nicht beim Smushy-Treffen? Ah, nee, da haben wir Fantasia Adios geraucht. Ja. Warum Christian Schädel seine Handynummer hier in den Chat postet? Gute Frage. Benutzt ihr da wirklich den 9-Euro-China-Kopf von Amazon, die ihr da verlinkt? Blizzard, nicht genau den, aber das ist im Prinzip dasselbe. Also der Aufsatz ist im Prinzip dasselbe, nur dass er zwei Griffe hat. Den anderen gibt es nicht mehr auf Amazon, weil, wie gesagt, das halt auch ein Fake war. Aber ich schaue gerade nochmal, im Prinzip, wenn du den Aufsatzlink anklickst, müsstest du eigentlich auf den mit zwei Griffen kommen. Ja, genau. Und es ist im Prinzip dasselbe, nur eben, dass er zwei Griffe hat. Ja. Passt. Dunkelbrot, Alice von Madness hat ihr darauf bereits im Chat eine Antwort gegeben. Genau, Pepe, der Ruf hat es gerade auch reingeschrieben, Blue Mist von Star Wars. Also wir haben ihn nicht auf der Messe geraucht, sondern vorne vorm Hotel haben wir den geraucht, weil der Domingo hat sich den gekauft. Und dann haben wir endlich mal wieder geraucht, weil wir ja schon ewig lang keinen Star Wars Blue Mist mehr geraucht haben und wussten, dass er geil ist. Und dann haben wir geraucht und haben wirklich nach 10, 15 Minuten den Kopf wieder ausgemacht und einen anderen geraucht, weil er einfach scheiße war. Ja, Sekiri, danke dir. Dir auch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, kannst du gerne beim 24-Stunden-Livestream mit dabei sein. Diese Woche mittags ab 12, 13 Uhr am 2. März, den Samstag, bis zum 3. März, den Sonntag, auch gleiche Uhrzeit natürlich, wie ich gestartet habe.
wenn ich es durchhalte. Ja, Pepe, ich hatte den auch in guter Erinnerung, aber die jetzige Charge Star Wars kann ich wirklich vergessen. Also, ich kann es nicht weiterspielen. Star Wars allgemein ist nicht mehr das, was es mal war. Genauso wie mit Phantasia auch, ja. Christian, wir streamen schätzungsweise bis kurz nach halb. Meinung zur Aeon Edition 3. Andi, wenn du ein bisschen das Geld locker hast, gerne. Also die Pfeife ist meiner Meinung nach zu teuer, aber ist eine super Pfeife made in Germany, ganz klar. So, und jetzt kann ich endlich meinen Tee trinken. Ist der jetzt durchgezogen? Ja, und schmeckt wieder mal richtig geil. Herr Traube Minze von Mad Mouse soll auch gut sein. Das stimmt, ja, definitiv. Ich bin eine Biene. Ja, die ist da irgendwo. Ja, die ist da. Ich bin eine Biene. Muster Marvin? Ich heiße Marvin. Die Produktion von Phantasia kannst du ja auch vergessen, Tristan. Oh, jetzt bumst sie wieder, die Biene. Hör auf! Solange sie nicht sticht. Am 2. werde ich dann aus Köln zu sehen, den Livestream. Da bin ich nämlich bei einem T-Shirt-Treffen. Ja, gerne, der Blubbermann. Mach das. Und die Frage für Wuff MC. Gute Tradipfeife wird gerade gefragt. Feierabend Fendi. Aber da kann der Alice von Madness wahrscheinlich eine bessere Antwort geben als ich. Marc schreibt, ich habe auch mit Star Wars damals angefangen. Da waren alle Sorten mega, genauso wie wir. Damals geraucht haben, den Star Wars aus Amerika frisch geholt, der war einfach geil. Gell? Zum Beispiel der 69 oder wie der geheißen hat. Oder 66 oder irgendwie so hat er geheißen. Auf jeden Fall war er richtig, richtig geil. Dann sind sie eine Zeit lang von der Bildschirmfläche verschwunden, richtig, und dann waren sie kacke. Ganz genau so ist es, Marc. Dann waren sie kacke. Wo bekommt ihr eigentlich immer mit, wenn es neue Tabaksorten gibt? Ja, meistens eigentlich durch soziale Netzwerke, wenn die Hersteller es halt bewerben. Wenn die Hersteller bewerben, dass sie ein Überbrett haben und alles rasieren, was dann, wobei dann der Tabak nach 20 Minuten überhaupt keinen Geschmack mehr hat. Kann passieren, ja. Martin hat sich im Urlaub in Istanbul Tabak gekauft, ohne große Erwartungen, und war überraschend gute Tabakmarke namens PLS. Könnte eine englische Abkürzung für Please sein. Also Melissa hat gerade auch ein paar Tradipfeifen reingeschrieben, die sie empfehlen kann. Kalebo, Elmas, Farida, Ottoman und Kalimamun. Ja. Die VZ-Shisha aus Kupfer habe ich schon gesehen. Sieht auf jeden Fall geil aus, aber wie sie ist, kann ich nicht selber beurteilen, weil ich sie selber noch nicht geraucht habe. Da müsstest du den Dölit mal fragen. Kann ich auch was zu sagen, weil ich habe sie auch schon geraucht. Ich finde die mega geil. Wie ist sie vom Rauchverhalten und allem drum und dran? Ist eine reine Einschlauch-Shisha, oder? Super, super Durchzug und alles. Das Geilste ist das Ausblasventil, weil das macht dann ja, genau. Mega geil, also optisch gefällt mir bloß die aus Edelstahl jetzt schon besser. Also man merkt auch beim Mundstück und so, weil das ist ja so gerillt, ne? Also man merkt da schon mal so, du hast schon 1,5 Kilo in der Hand oder so. Also da merkst du das Kupfer dann schon. Melissa schreibt, die VZ ist ziemlich laut. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber kann ich mir schon vorstellen, dass die lauter ist wie die anderen. Und dann wurde noch gefragt, Blubbermann, wo in Köln ist denn ein Shisha-Treffen? Ob man da dazu stoßen kann, wird gefragt. Also, kurze Info, wer es weiß. Ich weiß von nix. Das nächste Treffen ist auf der Shisha-Messe. Das stimmt, definitiv, da freuen wir uns schon drauf. Auf jeden Fall vorbeischauen, das Stichwort Shisha-Messe. Gut, dass du es reingehauen hast, Wuff. Vom 26. bis zum 28. April gibt es natürlich wie jedes Jahr die Shisha-Messe in Frankfurt am Main. Noch größere Halle wurde genommen, beziehungsweise zwei, glaube ich sogar. 26. ist nur für Fachbesucher, das ist ein Freitag, und 27. plus 28. ist dann für jeden offen. Mit was kann man die VZ-Hooker vergleichen? Das ist ganz schwer, oder? Chris? Ich hätte da keine irgendwie zum Vergleich.
Vielleicht so wie die Union-Hooker oder so zum Beispiel. Schade, Karl. Aber viel Spaß in Stockholm auf jeden Fall. Aber nicht, dass du noch Stockholm-Syndrom bekommst. Der Blumermann schreibt, in Köln könnt ihr gerne dazustoßen. Das ist auf der Amsterdamer Straße 230. Und wer richtet das Treffen aus? Also von wem wurde das organisiert? Und wo ist die Amsterdamer Straße? Google Maps hilft weiter. Jo, da kriege ich wahrscheinlich zigtausend Amsterdamer Straßen angezeigt. Ja, in Köln hat er ja gesagt. Köln gibt es nur eine. In Köln. Genau, in Köln. Ja, da fahr ich nicht hin. Wann ist das denn? Nächste Woche Montag, oder? Montag, ey. Wer macht denn Montag? Achso, nee, wahrscheinlich am 24-Stunden-Livestream, denke ich mal eher. Das macht mehr Sinn. Also vom 2. auf 3. März, denke ich mal. Weil Montag macht keinen Sinn. Ist da nicht Fasching? Auch, ja. Amsterdamer Straße. Ey, das ist doch bei... Ist so in der Nähe von der Chaos Lounge, ne? Andy Cologne scheint, das ist in Köln. Da, wo das Kinderkrankenhaus ist. Korrekt, ja. Das ist quasi direkt in der Nähe vom Dingsbums, glaube ich. Von Tolga. Ja, genau. Und das Ganze wird von Hukain ausgerichtet. Nee, ich vertue mich. Tut mir leid. Noch nicht bei Tolga. Der Bomber ist wieder am Start. Servus, Bud. Was Meckes ist das denn? Heißt es eigentlich Hukain oder Hukain? Hukain, oder? Ja, kann man sagen, wie man möchte. Das ist immer so die Frage. Wie... Ich denke mal, eigene Shisha mitbringen und der Rest wird gestellt, oder? Für alle, die Drachenfrucht mögen, wird Amy Gold Fresh Dragon empfohlen vom Aaron. Und ab 15 Uhr ist das Treffen in Köln. Und Blubbermann müsste ja am 2. auf 3. März sein, oder? Wer ist denn übrigens alles auf der Shisha-Messe, die gerade hier zuschauen, von den 97 Zuschauern? Einfach mal reinschreiben, ob ihr dabei seid oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich muss mir noch eine Karte besorgen. Und sonst ist eigentlich jeder mit dabei. Beim Olli kommt es noch auf, aber ansonsten ist jeder, der hier streamt, mit am Schlüssel. Was, Basti, du bist in Köln? Was, wann? Am 27., 28., 26.? Nein, in Frankfurt, Alter. Ach so. Aber ja, wenn die jetzt mit diesem Shisha-Treffen in Köln, wäre ja auch interessant, weißt du. Tipsy Germany, Berserk Red, ja, kenne ich Lebercast, habe ich zu Hause, werde ich noch vorstellen. Was sagst du, mein Schatz? Frankfurt bist du, habe ich gesagt, ne? Ja, aber natürlich. Oh, warte mal, ich muss E-Mail aufmachen, gleich stornieren. Das, Alter, Mann, fuck mich nicht ab. Oh, ich lieb dich auch. Was für ein Glaskopf können wir empfehlen? Also wenn, dann würde ich dir den Silikonkopf mit Glasinlay empfehlen, den Samsaris Vitria oder auch den Fake. Das ist der einzige, der gut funktioniert, weil alle anderen mit Glas habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Allein schon wegen der Hitzespeicherung und Verteilung. Hör auf, Nico hatte einen von Genie da. Der ist geplatzt beim Rauchen. Dann wollte er den wieder reklamieren. Sagen die, nö. Glas ist immer schwierig. Ja, das Glas ist immer schwierig, ja. Ist genauso wie beim Molassefänger und so. Ja. Also, es sind doch einige am Start auf der Messe. Sehr gut. Karten wird sich empfohlen, jetzt schon zu holen, ja. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Jawohl. Wuff, danke dir für das Vorbeischauen auf jeden Fall. Schön, träum süß. Jo, danke. Halt die Hand steif. Ciao. Bis in 4 Wochen. Bis in 4 Wochen. Ciao. Was haltet ihr von der Smoker History S? Noch nicht geraucht, Jenny, kann ich nichts dazu sagen. Das ist dieser Tratti-Verschnitt, oder? Mit dem goldenen Ding und so zum Stecken, glaube ich, ne? Müsste ich jetzt googeln, keine Ahnung.
Da kann er ja mal schreiben, ob das die ist. Dann kann ich es ihm sagen. Mache direkt Google. 138 Euro, okay. Ja, wenn eine Bowl platzt, dann ist das natürlich auch mega Absturz. Das stimmt, Andi. Ja, die ist so golden, Chris. Ja. Hat sehr tiefes Tauchhaus. Zum Stecken, ne? Ein Schlauch. Ja, ein Schlauch, genau. Ja, ja. Ja, also kannst du dir ja kaufen, weil die habe ich im Geschäft schon tausendmal gebraucht. Oder hat mein ehemaliger Chef immer zum Traube-Minze-Rauchen genommen. Also der Christelkopf von Amy soll gut sein mit dem Lotus. Und wann es mal wieder Farmer gibt, Schafskäse, Olive, mal gucken. Vielleicht werde ich mir beim 24-Stunden-Marathon mal was gönnen. Jetzt wollte ich sagen, Arling. Ja, genau. Da allerspätestens. Und Sig Lucy Cat Luke schreibt, ich wollte dir schon immer mal sagen, dass deine Videos sehr lehrreich sind und wegen dir das Wissen über Shishas weitergeben kann. Vielen Dank, immer weiter so. Ja, sehr gerne, das freut mich natürlich. Und Jasmin gleich hinterher, wir wollten auch herzlich Danke für alles sagen. Ja, vielen, vielen Dank, freut mich natürlich. Dafür mache ich ja die Videos, um euch weiterzuhelfen. Vielen, vielen Dank. Egeglas Querschlitzkopf, ja, den habe ich selber sogar noch da. Tatsächlich, den habe ich noch. Neue Pfeife ist billiger gewesen als eine neue Bowl. Ja, das kann durchaus sein. Das kommt ja auch öfters bei Ersatzteilen vor. Zum Beispiel, wenn eine Kaffeemaschine kaputt geht und man eine Ersatzkanne braucht, dann zahlt man meistens auch fast für die Kanne so viel wie für eine neue Kaffeemaschine. Kennt man ja. Drucker, ey. Wenn du Druckerpatronen nachkaufen willst. Ja gut, das ist ja die größte Abzocke. Ja, das ist so krass. Ja, gibt es gibt, glaube ich, keine Flüssigkeit, die teurer ist wie Druckerpatronen, oder? Fast nicht. Doch, ja, ja, ja. Zählt auf jeden Fall so den Top Ten. Das Problem ist nicht die Flüssigkeit selber, weil die ist saubillig, haben sie ja mal nachgerechnet. Das Problem ist dieses scheiß Monopol. Ja. Es gibt zwar kein Monopol, aber die Firma, wo das vertreibt, die ist viel zu groß. Das ist so eine französische Firma. Das haben wir damals auch schon, weil wir verkaufen ja die Druckerpatronen auch. Und wenn halt jetzt zum Beispiel HP seine Druckerpatronen auch an einem anderen verkauft, dann kriegen die das spitz und kaufen halt mal direkt alle Patronen auf, was gerade da sind. Und dann sind die kleinen Firmen direkt wieder so leer. Und was sollen sie kaufen, wenn nichts da ist? Deswegen gibt es dann entweder nur die Möglichkeit so von Pelikan, von Edding, glaube ich, macht sogar mittlerweile Patronen. Ja, oder die aber eBay das, oder Amazon-Händler genau, halt dann. Die sind halt dann wieder so. Manche funktionieren gut, manche nicht, ja. Genau. Also und bei mir im Umkreis gibt es eine, da bestelle ich meine, also bei mir gleich in der Nähe, die machen die HB zum Beispiel. Da kostet mich so, manchmal sind da immer vier Farben, schwarz, blau, gelb. Ja, genau. Ding, lila oder was das ist, oder Kane oder wie das sagt, kosten ja bei HB, bist ja gleich bei 90 Euro, glaube ich, oder so für Set und ich kriege sie für 38. Früher haben sie immer noch die Probleme gehabt, dass die so einen Barcode irgendwie gehabt haben oder so und hat es der Drucker nicht erkannt oder so, aber das geht mittlerweile. Also, ja, da gibt es Drucker, die sind sehr heikel, weil die Chips, was da eingebaut sind in diesen Patronen, die müssen halt teilweise neu sein. Und das ist das Problem, was viele Drucker haben mit diesen Drucker-Tankstellen. Weil wenn der Chip einmal leer anzeigt, den kann man meistens nicht zurücksetzen. Man sagt halt immer nur, Patrone ist leer. Manche drucken halt weiter, aber manche sagen halt strikt dann Drucker, nee, Patrone ist leer, also ich drucke halt auch nicht mehr. Tristan, mach's gut, schönen Abend wünsche ich dir noch und hoffentlich bis zum 2. März zum Shisha-Marathon. Apropos Shisha-Marathon, hast du FIFA 19 oder sowas? Nee, ne? Nee, FIFA zocke ich nicht, nee. Schade. Hätte ich fast meinen PSN für dich aktiviert, hätte man mal der Runde live gezockt, dann hättest vielleicht einmal gewonnen oder so, dann war ich eh der schlechteste FIFA-Zocker. Ich glaube, da gewinne ich nicht. Ich bin in FIFA so schlecht. Ja, ich auch. Also, ich habe gegen Glocki das Wochenende, der hat mich kurzfristig besucht, ey. Habe ich gleich 5 Stück gekriegt. Ich glaube, bei mir wäre es ähnlich. Minja, Elias, geht auf jeden Fall klar, habe ich auch schon vorgestellt, ist eine super Preiseinstiegspfeife. Für den Preis kannst du definitiv nichts falsch machen. Das Einzige, was Benny überzockt hat, war auf dem Super Nintendo, glaube ich, Super Soccer und so. Ja, Mann. Und dann hat er halt, dann ist er halt immer vom Schiri geflüchtet, dass er keine Karte kriegt. Kennst du noch das auf dem NES, also Nintendo,
Da gab es mal ein Fußballspiel, da konntest du die Gegner umholzen und die sind bis am Boden liegen geblieben, bis du Tor geschossen hast oder Halbzeit war. Das war witzig. Ja, Dieter, es raucht ziemlich gerade. Also bei uns ist gut eingenebelt. Wir haben aber auch gar kein Fenster offen, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ja, Björn, gar kein Problem. Wie gesagt, wenn du mal wieder was einkaufst und mich unterstützen möchtest, einfach den ersten Link in der Videobeschreibung nutzen. Dann bekomme ich eine kleine Provision und du zahlst keinen Cent mehr. NES World Cup, genau das war das Spiel. Einfach nur geil. Ja, Alberto, das stimmt. Es gibt sogar teilweise Zähler in dem Drucker, die nur zählen, wie viele Seiten gedruckt worden sind und ab einer bestimmten Anzahl an Seiten einen Fehlercode anzeigen. Ja, das stimmt. Habe ich auch mal in einem Bericht im Fernsehen gesehen. Das ist tatsächlich so, ja. Und mit dem Chip, das gibt es auch noch, richtig, Blubbermann. Nein, im Wohnzimmer brauchen wir keinen Rauchmelder. Der Rauchmelder muss nur im Gang und im Schlafzimmer vorhanden sein bei uns. Ist aber vom Bundesland zu Bundesland, glaube ich, unterschiedlich, ne? Ja. Ah, ja, in Bayern ist es so. Ohne Witz, wenn bei mir im Wohnzimmer ein Rauchmelder wäre, den müsste ich durchgehend abgesteckt lassen. Also der wäre überhaupt gar nicht vorhanden. Aber es gibt ja sogar welche, die kannst du per Knopfdruck an- und ausschalten, habe ich mitbekommen. Es gibt auch welche, die gehen, die haben nicht bloß so ein Ding, sondern auch auf Hitze oder so. Also die haben so ja. altes Bimetall drin oder so. Also der geht nicht nur durch Rauch, sondern da muss auch eine bestimmte Wärme drauf. Ja, gibt's auch, richtig. Die sind natürlich noch besser. Aber natürlich auch teurer wie so. Das stimmt, ja. Mildef, wir rauchen gerade Somo Strong Passion, also Passionsfrucht mit Menthol. In der Chapona Hooker Mami Bowl mit Noppenkontakt, also Vollgas, Hitze drauf. Läuft wirklich sehr, sehr gut in dem Kopf mit dem Setup. Smokebox drauf und geraucht wird in der The Hooker 6 Machine. Habe ich euch ja erst vorgestellt. Justin, servus. Ich habe im Flur, Schlafzimmer und Wohnzimmer einen Rauchmelder. Wenn es zugenebelt ist, geht er an und dann einfach Taste drücken und ich habe Ruhe. Ja gut, aber das wird mir schon auf den Sack gehen, weil ich ja weiß, dass er automatisch nach 2-3 Minuten angeht. Also von daher würde der bei mir gar nicht an der Decke hängen. Also, Karl Nord, du kannst mich jetzt dann mal, echt, ohne Witz. Hör doch auf. Der mag dich heute. Ja, ohne Witz. Schön mich ärgern. Ich bestelle mir jetzt extra ein Kilo wegen dir. Wieso bin ich beim Kinderrauchen draußen schlecht? also drinnen hätte ich es ja jetzt verstanden, ja, vielleicht wegen Sauerstoffmangel oder ähnlichem, aber draußen. Hast du ein Feld nebenan, wo der Bauer mal Gülle führt, wenn du rauchst? Wenn draußen bist, dann bringt es ja auch nichts, wenn du das Fenster aufmachst. Ja? Aber ja, für uns lohnt es sich jetzt auch nicht mehr, das Fenster aufzumachen, denn der Livestream ist ja jetzt dann gleich zu Ende, Freunde. Und dann wird Stoß gelüftet hier drin. Wobei, es ist sogar gekippt, sehe ich gerade. Ja, habe ich gerade aufgemacht. Stimmt, du hast gerade aufgemacht. Ich habe es gerade mitgekriegt, sorry. Ja, und die sieht man schon gar nicht mehr. Kohlen nicht richtig durchgeglüht oder Kopf gut gebaut. Ja, Karl, langsam nach 7 Jahren ist es fast wie eine Ehe. Ist schon recht, Karl. Wir haben eine geile Fernbeziehung. Schon was gehört von den Kokopalmen 27er Kohlen? Nein. Aber 27, ey. Für was braucht man die? Bisschen groß, da wartest du ja noch länger, bis sie auf 25 wieder sind. Ich würde sie gar nicht in die Smokebox reinkriegen. Ja, eben, das ist das Problem. So, beim Andreas ist der Kopf zu Ende. Gute Nacht, schönen Abend noch und ich freue mich schon auf den Livestream mit dir. Schau auf jeden Fall rein. Zweiter und dritter geht's ab, Junge. 24 Stunden Shisha-Marathon. Der Dampfer oder Dampfer Becky schreibt, guten Abend, komme gerade aus der Shisha-Bar Live One. Jawohl. Und jetzt zu Hause wahrscheinlich gleich den nächsten Kopf ballern. Was hat der Björn gelobt? Die 27er Kohlen, der Uras. Okay.
Ja gut, die sind bestimmt nicht schlecht, aber es kommt halt wirklich drauf an, für was man sie nutzt. Also für eine Smokebox bringt es gar nichts. Müssten sie schon noch größer sein, so ein 30er oder 32er, dann reicht es, wenn du einen reinlegst. Ja, genau. Oder holen wir uns so Braunkohle-Briketts und dann legen wir eine Hochkante oben drauf. Kommt ja nicht auf die Idee, Freunde. Macht es ja nicht. Braunkohle hat ziemlich viele Giftstoffe drinnen, die während dem Rauchen freigesetzt werden. Also bitte nicht probieren. Keine Grillkohle oder ähnliches draufschmeißen. Ciao, Pepe. Pepe, mach's gut, ja. Somo Splash, jawohl, der Blubbermann. Legenden besagen, da ist Traube drin. Genau. Oh, der Jürgen Ohm möchte, dass wir mal seine Frau grüßen, die Natalina. Na dann, liebe Grüße an die Natalina vom Jürgen. Grüße. Hat er dir jetzt geschrieben in WhatsApp oder was? Messenger, okay. Hexagonkohlen sind doch am größten. Ja, so ziemlich, Björn. Oh, die sind ja furchtbar lang und furchtbar dünn. Danke. Was, Grillkohle gegen was? Karl, schreib's bitte nochmal, aber richtig, Junge. Streng die mal an, Zifix. Dann schlag ich dich Maul. Aber ganz anders. Das wollte ich gerade sagen. Glitzis? Was sind denn Glitzis? Das sind Schwämme. Meinst du Selbstzünder? Achso. Oder was meinst du mit Glitzis? Du kannst in deinem Livestream am Samstag einen weiteren Toaster in Flammen aufgehen. Ich hab dann keinen mehr. Nein. Bullet fragt, was für eine Smokebox hast du im Video mit der Sexmaschine genutzt? Da habe ich den Starbuzz Gnarhead verwendet, so nennt er sich. Ist eine Alternative zur Smokebox. Video kommt morgen drüber online. Selbstzünder rockt aber sowas von, Erik. Also die Kirche freut sich über die Produkte, ja. Hauptabnehmer. Da kommt es auch her, ja. Nur deswegen wurden Selbstzünder damals produziert, Freunde. Nur wegen der Kirche. Und deswegen heißen auch die Selbstzünder, die Firma, die sie produziert, Three Kings und drei Könige, heilige drei Könige, kling, kling. Alter, Sack, ey. Wahnsinn, oder? Religiös, der Typ. Junge, was ich alles weiß, ha? Illuminati. Wie wär's mit Sauerkrautsaft-Bowl am Samstag? Alter, willst du mich umbringen, oder was? Ich soll doch 24 Stunden streamen und nach 2 Stunden schon abkotzen. Schon ja? Ja, das sind typisch wieder die Leute, die schadenfreudig sind. Typisch. Solange es nicht in die Hose geht. Ja, das geht definitiv in die Hose. Dann streame ich für aber keine 24 Stunden, das sage ich euch. Dann kann ich noch eine Kamera auf der Toilette positionieren. Na, lieber nicht. Und dann spiele ich im Hintergrund Baby, how it is, wirk, wirk. Ja, Björn, das war echt witzig. Definitiv, ja. Kopflose, wie hat es nochmal geheißen, das Bild mit dem Schild, was ich gestern postet habe, das war zu geil. Gurkenwasser. Ja, Chris, wie gesagt, wenn ich so einen Scheiß reinhau. Oha. Für den Alpine Rush. Für den Alpine Rush ein Fünfer? Ja, danke dir, aber für ein Kilo Alpine Rush brauche ich ein bisschen mehr wie ein Fünfer. Ja, da kann ich mir vielleicht so 10 Gramm leisten. Naja, sagen wir mal 50 Gramm leisten. Aber Dankeschön, vielen Dank für die 5-Euro-Spende. Ich beichte, bis Juli 17 habe ich nur mit Zündis geraucht. Erik, das hättest du lieber nicht gesagt, jetzt wirst du gehatet. Ein Kopf Farmer ist aber bestimmt drin im Livestream. Ja, Andy, kommt drauf an, wie ich so bei Laune bin, wie ich Bock habe. Ja, vielleicht zum Wachbleiben, so in der Nacht mal gucken. Ja, also der Tag ist ja lang, 24 Stunden lang könnt ihr mich verfolgen. Von daher, da fällt mir bestimmt, drin. Genau, da ist Farmer drin. Ja, genau. Da ist Farmer, nee, ist so. Sobald du müde wirst, haust du an Farmer rein, oder wenn nicht, dann an Metwurst, dann bist du auf jeden Fall wieder. Definitiv, ja. Also dann ist Feierabend.
sind da Oliven drin. Ja. Richtig. Nachts musst du Kaffeetabak rauchen. Glaubst du, das bringt was, Björn? Vielleicht mal Kaffee in die Bowl und dann an Kaffeetabak noch in den Kopf. Das könnte man vielleicht auch live ausprobieren, Freunde. Kaffee in die Bowl. Kalten Kaffee, ne? Kalten Kaffee natürlich, klar. Eiskaffee. Kalten Kaffee in die Bowl und dann im Kopf einen Kaffeetabak rein. Das wäre echt eine Idee, Freunde. Können wir vielleicht am Samstag machen. Also bitte mal im Kopf behalten, weil ich vergesse es eventuell. Ich heiße Basti mit zweiten Vornamen. Da kann es sein, dass ich da nicht mehr dran denke. Von daher wäre es cool, wenn irgendein Zuschauer mich nochmal dran erinnert. Kaffee in die Bowl. Wodka, vergiss es. Auf keinen Fall. Wie gesagt, ihr wollt oder ihr seht mich dann keine 24 Stunden live. Espresso in die Bowl, ja, da bleibe ich definitiv wach. Mundwasser, ja, also ihr habt Ideen, Leute, ihr seid nicht mehr ganz sauber, echt. Pervers. Oh. Unfassbar, echt, ihr seid so kaputt. Ja, der Jimmy schaut auch noch kurz rein, servus. Grüß dich. Oh ja, Samstag wird echt witzig. Ich freue mich schon drauf und ich bin echt gespannt, wann bei mir so richtig die Müdigkeit eintritt. Also ich schätze mal, zwischen 3 und 4 Uhr irgendwann geht's bei mir los. Essig in die Bowl. Alter, was wollt ihr alle? Mach's doch selber! Oh yeah. Selbstzünder in die Bowl. Ey, jetzt, was ist los mit euch? Bannen! Meine Follower, ja? Alles schadenfreie Penner, ey. Ohne Witz, unfassbar. Kevin, servus. Emre, servus. Jimmy fragt Samstag, Fragezeichen. Ja, stimmt, du hast es gar nicht mitbekommen. Ich habe mir ja schon länger vorgenommen, einen 24-Stunden-Shisha-Marathon zu machen. Und den werde ich jetzt tatsächlich durchziehen am 2. März. Das ist ein Samstag, ab 12, 13 Uhr circa, bis Sonntag 12, 13 Uhr. Wenn ich es schaffe. Also wenn ich es durchhalte. Aber der Stream ist auf jeden Fall safe. Also den mache ich definitiv diesen Samstag. Autoreifen in die Bowl, ja, mach ich. Safe. Ja, wie gesagt, ich schaffe es nur, wenn ihr mich natürlich bei Laune haltet. Wenn nur zwei Leute im Chat drin sind, wird es langweilig. Das ist natürlich klar. Also von daher könnt ihr euch schon mal vornehmen, wenn ihr nichts vorhabt, am Samstag auf Sonntag versucht mit mir durchzumachen, Freunde. In der Nacht brauche ich auf jeden Fall Unterstützung. Weil dann wird die Müdigkeit irgendwann eintreten. Pack noch mal Bier in die Bowl. Können wir alles machen, Andy. Wie gesagt, ich habe 24 Stunden Zeit, Blödsinn zu machen. Die Hannover Crew hilft dir. Wird viel getanzt. Ja, Jimmy, ich hoffe es doch. Ich hoffe, dass ihr da nicht alle auf Fasching seid, weil ich kann mit Fasching nichts anfangen. Fasching. Ja, ich sehe schon, euch gehen die Ideen nicht aus, Freunde. Ja? Also ihr habt wirklich Ideen, dass alles zu spät ist. Boah, Spaghetti hätte ich jetzt auch Bock drauf, ey. Ja, in den Kopf, gell, mach mal. Ja, nee, das nicht, zum Essen. Bei mir jetzt gibt's jetzt dann gleich noch Bitch Lasagne. Bitch Lasagne. Ja. Bitch Lasagne. Bitch Lasagne. Look at T-Series, they are crying for the mama. Bitch Lasagne. Diesel in die Bowl und Scharade Zimt im Kopf. Ja, schmeckt jetzt. Nach Benzin, ja? Schmeckt jetzt. Nach Benzin. Wenn er nach Diesel. Jede Stunde eine andere Pfeife werde ich nicht schaffen. Also das ist schon zu viel für mich. Aber ich werde relativ viel rauchen an dem Tag, ja. So viel wie mit dem Dönitz haben. Ungefähr, ja. Aber da haben wir es auf zweieinhalb Tage gesplittet, ne? Ja, also man muss es jetzt in 24 Stunden splitten. Spinnst du? Geh mit Drachenlord in den Stream am Samstag und rauch ein Köpfchen mit ihm. Genau, auf jeden Fall. Dann unterhalte ich mich über seine freizügigen Videos dann, klar. Aha. Muss er aufpassen, dass er sich kein Mundstück in den Arsch schiebt. Ich lebe noch, ja, alles gut. Pfeffi in die Bowl, Alter. Ich kotze da einen Haufen hin, wenn ich das mache. Das ist echt unglaublich, was haben die für Fantasien? Ohne Witz. Ich frage mich, was die für einen Rachen haben, ey. Ja, das frage ich mir ehrlich gesagt auch, Chris. Das ist nicht normal. Also, das hat keiner von denen probiert, aber mich will auch mal probieren lassen. Allein Essig in der Bowl, Alter. Beim Ziehen, da brennt es. Das haben wir ja mal mit Gurkenwasser haben wir es ja mal gemacht, mit Gurkenwasser. Und das ist ja auch essighaltig. Das hat ganz schön gekratzt im Hals. Ja, aber das Sauerkraut sagt, was das Schlimmste.
Ja, Jimmy, danke dir. Denk dran, bald ist Freitag, ich hoffe doch. Und ja, auf jeden Fall Samstag einschalten. Wie gesagt, ab 12, 13 Uhr bin ich 24 Stunden live für euch, wenn ich es schaffe. Ja, muss man schauen, wie am Samstag der Club spielt. Der spielt, glaube ich, um 6:30. Ne? Ich schaue auf jeden Fall auch Fußball nebenher noch ein bisschen. Mein Onkel wird auch wieder am Start sein, schätze ich mal. Magnusi, ihr kennt den Spack. Ja, von daher. Ach so, ja, genau. Wixwirbel, danke, dass du es erwähnt hast. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt endlich mal wieder meinen, eigentlich alten Kanal wieder reaktiviert, Freunde. Also meinen allerersten Shisha-Kanal namens Big2B. Und den habe ich wieder aktiviert und habe mal die ersten Videos hochgeladen, beziehungsweise eigentlich nur ein Video. Das andere war ja nur eine kurze Info. Von daher würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet und den Kanal eventuell mal abonnieren würdet. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, weil aktuell ist eigentlich noch nichts los auf dem Kanal. Die Abos sind tot. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, Freunde, wenn ihr mal meinen Erstkanal Big2B, also meinen allerersten Kanal, den ich 2008 damals, glaube ich, eröffnet habe, wenn ihr da noch mal raufschaut. Für alle Zocker vor allem interessant. Gerade weil ich ein bisschen Apex Legends vorgestellt habe und so weiter. Wäre cool. Ey, Basti, sein Zweitkanal hat so viel Abos, wie wir nie zusammenkriegen zusammen. Ja, aber von der Aktivität Scheiße, schlechter wie eurer, das sag ich. Scheiße. Ja, ja. Von der Aktivität deutlich schlechter. Hast du auf dem Kanal noch die Shisha-Videos von damals? Ja, Björn, habe ich, aber die habe ich auf nicht gelistet gesetzt, weil die sind ja eh alle hier online. Abo erledigt. Danke dir, Fichtelwichtel. Ich müsste mich täuschen, aber von mir ist eh schon Abo. Merci. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu unseren Videos, die diese Woche noch folgen. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, was es denn alles so gibt diese Woche. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Bei mir gibt es morgen das Video über den Stardust Gnar Head. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Lotus, bloß in Spezial. Ja, der hat was ganz Spezielles, und zwar ein Thermostat eingebaut, einen Temperaturfühler. Das werden wir uns anschauen morgen live, beziehungsweise haben wir gedreht und werden wir morgen hochladen, eher so. Das steht morgen an. Und am Freitag gibt es das nächste Video. Da werde ich dann, wenn ich alles noch schaffe bis dahin, eine Shisha vorstellen. Und zwar endlich mal wieder seit langer Zeit eine von Amy. Also von daher, auf jeden Fall diese Woche gibt es wieder zwei Videos. Kanoak, danke dir. Ja, und was gibt's bei den anderen? Beziehungsweise beim anderen, weil der Chris ist ja... Tut mir leid, aber bei uns gibt es diese Woche nichts, glaube ich, weil... Was? Ich war zu faul, gestern Videos zu drehen. Wir wollten... Oh mein Gott. Ja, komm, wir drehen ein Video. Ich sag, nee, lass lieber zocken. Und dann haben wir gezockt. Ja, die Sucht, ne? Das ist schlimm. Ich habe gesagt, du hast einen Arzttermin oder so. Ja, also ja, stimmt, Leute. Ich war gestern krank, deshalb konnten wir kein Video drehen. Müsste entschuldigen, nächste Woche wieder aktiv dabei. Basti, für dich war noch eine Frage oben. Da wollte jemand ein Autogramm vor dir. Oh ja. Oder vor euch. Scheiße, man, schreib auf Facebook. Schreib bei uns auf Facebook an. Wir schicken dir zu, kein Ding. Also dann könnt ihr euch nur diese Woche auf meine Videos freuen, Freunde. Aber ich habe alle verlinkt in der Videobeschreibung. Dieses Mal habe ich dran gedacht. Hookabulls, Shisha Chris und Wuff MC. Also auf jeden Fall Videobeschreibung abchecken, Freunde. Und alle drei gerne abonnieren. Und ja, wer noch nicht hat, kann gerne natürlich meinen Urkanal Big2B gerne auch abonnieren. Für alle Zocker unter euch definitiv interessant. Ja, und dann, wie gesagt, morgen neues Video. Am Samstag, Freitag neues Video und am Samstag dann, Freunde, diese Woche ist vollgepackt für euch, dann der 24-Stunden-Livestream-Marathon ab 12, 13 Uhr circa, von Samstag den 2. März bis Sonntag den 3. März, gleiche Uhrzeit natürlich dann Ende, ganz klare Sache. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da wirklich bei Laune haltet und mich wach haltet an dem Tag, vor allem in den Nacht- und Abendstunden, weil da wird es dann wirklich schwer, wach zu bleiben, weil ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, so lange wach zu bleiben. Ja. Von daher wäre es geil, wenn sich irgendjemand da ja auch bereit erklärt, ein bisschen länger aufzubleiben. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der wirklich 24 Stunden mit mir mitmacht. Das wäre natürlich abartig. Lux, glaube ich, was der wohl jetzt geschrieben hat. Ciao, bis Samstag. Der wollte, glaube ich, Autogramm vor dir haben. Oder vor euch, Basti. Ja,
Ah, Facebook. Wenn du musst bei Facebook schreiben, dann klären wir das. Kein Ding. Und Björn, ja, ich kann nur alleine streamen am Samstag, denn wenn ich über Google Hangouts streamen würde, so wie wir es jetzt machen, könnte ich nur 8 Stunden lang streamen. Die haben eine Zeitbegrenzung drin. Von daher kann ich es leider nur mit dem ganz normalen YouTube-Livestream machen. Musst du halt 3x8 Stunden machen. Ja, genau. Und dann aus Versehen doch 4x und hoch, zu lang. Ja, genau. Ups, nochmal 8 Stunden angehängt. Jetzt ist schon wieder Montag. Streamst du am Samstag alleine? Ja, wie gesagt, Björn, genau. Kannst du mich grüßen, Dieter? Ja, sehr gerne. Benni, fahr mal nach Wacken. Was will ich da? Das ist ein kleines Dorf, wo ein Supermarkt einmal im Jahr einen Jahresumsatz macht, ja? Wacken, Junge. Und wenn ihr noch krasse Ideen habt, die ich am 24. am 24-Stunden-Livestream machen könnte, könntest du es mir gerne dann während des Livestreams erzählen. Vielleicht mache ich das ein oder andere. Ich sag das mit Kaffee in der Bowl und Kaffee-Tabak könnte ich machen, ja. Und ja, also Freunde, von daher wäre es das eigentlich für heute. Ich hoffe, euch hat dieser Livestream gefallen. Vielen, vielen Dank an über 100 Zuschauer, die wir heute wieder beisammen bekommen haben. Und ja, schaut auf jeden Fall auf die Kanälen, auf den Kanälen vorbei von den Leuten, die heute live mit dabei waren. Wie gesagt, Hookah Bulls, Shisha Chris und Wolf MC, der schon gegangen ist, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und wer noch nicht hat, kann natürlich sehr, sehr gerne meinen Urkanal Big2B auch abonnieren. Habe ich jetzt auch gerade noch einmal verlinkt in die Chatbox. Und am Samstag geht man dann richtig Vollgas. Da ist die Dampflok dann ziemlich lang und oft an. Ja. Bis dann. Danke, Chris und Basti, dass ihr jedes Mal wieder am Start wart. Und ja, dann bis aller spätestens am 2. auf 3. März, 24 Stunden Livestream ab 12, 13 Uhr mittags Samstag geht's los, Freunde. Und ja, bis dann. Schönen Abend noch an alle und Servus. Ein Raum fürs dabei sein, ne? Und schönes Wochenende. Ne? Besten Satz geht's am Montag nicht. Ne? Ja, genau. Schönes Wochenende. Richtig. Und schöne Ostern und schöne Feiertage. Ja? Wir lieben euch. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao.